Hi und herzlich willkommen zu der Oster-Challenge. Heute begeben wir uns durch die Sinnoh-Region mit Pokémon Platin und zwei Pokémon, Chanera und Haspiror. Wir starten mit Chanera als Osterei und werden im Spielverlauf, sobald es möglich ist, ein Haspiror als Osterhasen ins Team hinzufügen. Kleiner Funfact, laut Pokédex gibt es nur zwei Ei-Pokémon im Spiel, Owei und Chanera. Und stolze fünf Hasen-Pokémon, Haspiror, Schlappohr, Hopplo, Kickerlo und Azumarill. Eine Liste dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Regeln für diese Challenge sind wie folgt. Ich darf im Kampf nur Haspiror und Chanera verwenden. Die Challenge gilt als bestanden, sobald ich den Champ der Region besiegt habe. Der Kampfstil muss von Wechsel auf Folge umgestellt werden. Das bedeutet, dass ich keine Möglichkeit habe, meine Pokémon auszuwechseln, bevor mein Gegner ein neues Pokémon reinruft. Und erlaubt sind keine Items zum Kämpfen oder zum Tragen. Mit der Ausnahme vom EP-Teiler, um etwas schneller zu trainieren. Okay. Los geht's. Wir starten unser Abenteuer nachts vor dem Fernseher mit einer Sondersendung von Frag Professor Eibe. Eine tolle Sendung, die auch mein neuer Freund Jochen voller Freude gesehen hat. Er kam in mein Zimmer und wollte mit mir zum Professor, um ein Pokémon zu bekommen und verschwand dann ganz schnell wieder. Ich wollte ihm zwar erklären, dass es gerade 2 Uhr nachts ist und ich meinen weißen Pixelhintern nicht nach draußen bewegen werde für ein Pokémon, aber das kann ich ihm auch später erklären. Nach einer Mütze Schlaf stand ich bei Jochen im Zimmer und kurze Zeit später draußen mit ihm auf Route 201 zusammen mit dem Weihnachtsmann in Pension und seiner Gehilfin. Wir konnten ihn überzeugen, uns ein Pokémon zu schenken, wenn wir ihm dafür helfen, sein Pokédex zu vervollständigen. Zur Auswahl standen Chillast, Panflam und Plinfer. Für die Challenge habe ich den Pflanzenstarter mit Chanera ausgetauscht, damit Jochen das zukünftige Feuerkampf-Pokémon wählt. Nach der Wahl der Pokémon haben wir sie kämpfen lassen. Es war ein interessanter Kampf, in dem Panflam vielleicht bemerkt hat, dass ich nicht ganz den Pflanzenstarter gewählt habe, sondern Chanera. Er attackierte mich wiederholt mit Silberblick, während ich mit wiederholten Fund versucht habe, Schaden zu machen. Kurz bevor ich ihn besiegen konnte, entschied er sich doch zu attackieren und machte dank der ganzen Vorarbeit mit einem Kratzer ordentlich Schaden. Mit dem Sieg haben wir ein Eid bei Professor Eibe dagelassen und unserer Mutter Bescheid gegeben, dass wir nun versuchen, mit einem Ei und einem Hasen Champ der Region zu werden. Professor Eibe schenkte uns noch auf dem Weg die TM-Rückkehr, welche ich direkt dem Osterei beigebracht habe, da sie im Laufe der Zeit immer mehr Schaden machen wird. Auf den ersten Routen konnte ich dann gegen Staralili und den sagenumwobenen Bidiza etwas trainieren und dann auch schon in Jubelstadt vorbeischauen. Hier befinden sich die drei heiligen Könige und wenn gerade nicht Weihnachtszeit ist, verkleiden sie sich als Clowns und verteilen Coupons. Diese konnten wir dann einlösen für ein wundervolles Stück Technik, welches uns fortan auf dem Touchscreen begleiten wird und auf den Namen Pokémon Watch oder alternativ Poketch hört. Auf Deutsch heißt es laut PokeWiki Pokémon Chronometer, was definitiv der Name ist, den ich in Zukunft nutzen werde. Auf dem Weg zum ersten Orden nach Erzlingen bin ich wieder Jochen über den Weg gelaufen, der das ganze Abenteuer mehr als ein Wettbewerb sieht und immer schneller sein muss. Im Kampf hatte er schon einen kleinen Vorteil, da er sich ein zweites Pokémon gefangen hat, Staralili. Dieses konnte zwei Heuler durchbekommen, ehe es dann vom Osterei überrollt wurde. Panflam profitiert von der Vorarbeit von Staralili, da er nun weniger Schaden bekommt. Deshalb bin ich selber auf Heuler gegangen, um auch seinen Schaden zu minimieren. Er konterte das Ganze mit einem Silberblick. Das Ganze ging 6 Runden so weiter, also war Chaneras Verteidigung bei minus 5 und Panflams Angriff bei minus 6. Nach so vielen Runden ohne Schaden war es Zeit zu attackieren und es wurde noch recht knapp. Während Panflam mit wiederholten Kratzern mich bis auf 25 KP runterkratzte, konnte Chanera mit 3 Attacken das Feuer-Pokémon besiegen. Damit ist Jochen besiegt und niemand hält uns mehr auf dem Weg nach Erzlingen, außer die dieser Wanderer. Allerdings wollte er nicht kämpfen, sondern uns netterweise eine VM schenken, Zertrümmerer. Eine Attacke, die unser Ei-Pokémon erlernen kann und erlernen wird. In Erzlingen angekommen, mussten wir erfahren, dass der Arenaleiter nicht im Hause war und gerade Minecraft spielt. Also haben wir ihn einen kleinen Besuch abgestattet und gefragt, ob er seine Quest Diamanten zu finden für ein paar Minuten sein lassen könnte und vielleicht Lust hätte auf einen Arena-Kampf. Er hat zugestimmt und wir konnten eintauchen in den ersten Kampf gegen Veit, der Gesteins-Arenaleiter. Er besitzt 3 Pokémon und startete mit einem Kleinstein. Ich habe mich dazu entschieden, erstmal Heuler einzusetzen und den Angriff von Kleinstein zu senken, da Chanera den schlechtesten Verteidigungs- und Angriffswert in diesem Spiel hat. Kleinstein ließ dagegen Steine fallen und machte dank des Volltreffers 49 KP Schaden. Ein zweiter Heuler und der Steinwurf machte nur noch 15 KP Schaden. Ich entschied mich daraufhin, mit Weichei mich etwas hochzuheilen, während weitere Steine auf das Ei-Pokémon geworfen wurden. Das Ganze ging 6 Runden so weiter, bis der Angriff von Kleinstein im Keller war und ich mich wieder mit Weichei halbwegs gut hochheilen konnte. Danach attackierte ich mit Zertrümmerer und es machte sehr wenig Schaden. Allerdings hatte mein Chanera einen entscheidenden Vorteil, da Zertrümmerer eine 50%ige Wahrscheinlichkeit hat, die Verteidigung bei einem Angriff zu senken und mein Pokémon Edelmut dabei hat, wodurch die Chance von Nebeneffekten eingesetzter Attacken verdoppelt wird, konnte ich mit jedem Zertrümmerer die Verteidigung von Kleinstein und folgenden Pokémon senken. Ein guter Plan, der fast in die Hose ging, denn ein Volltreffer seitens Kleinstein brachte Chanera runter auf 5 KP. Ein Weichei konnte mich wieder gut hochheilen, bis dann der nächste Steinwurf kam und wieder mit Hilfe eines Volltreffers die KP auf 3 runterbrachte.
Zwei Weicheier später war alles im grünen Bereich und ein Zertrümmerer konnte leider trotz den ganzen Verteidigungssenkungen nicht genügend Schaden machen. Veit entschied sich für einen Trank und ich attackierte mit Rückkehr, da die AP auf Zertrümmerer noch für die anderen beiden Pokémon ausreichen mussten. Mittlerweile waren wir so lange im Kampf, dass Kleinstein keine AP mehr auf Steinwurf hatte und mich mit Tarnstein angriff. Wiederholte Rückkehrerei und ein zerbrochenes weiches Ei später konnte ich es aber besiegen. Nummer 1 von 3 erledigt. Weiter ging es mit Onix. Auch hier bin ich erstmal wieder auf Heuler gegangen, während die Steine nach mir geworfen wurden. Einige Runden später griff ich auch die Steinschlange mit Zertrümmerer an und konnte abenteuerlichen Schaden damit erzielen. Sehr, sehr viele Runden, einen Trank, viele Steinwürfe und Weicheier später konnte ich dann dieses Onix besiegen und sogar Level 14 erreichen. Damit stieg meine Verteidigung auf 10 hoch. Das letzte Pokémon war Cognodon. Auch hier wollte ich wieder meine Taktik beibehalten, aber das Fossil-Pokémon hat lange genug gewartet und beendete den Kampf mit einer Verfolgung, bevor ich irgendetwas hätte tun können. Der Kampf war verloren. Da ich keine Items in Kämpfen verwenden durfte, blieb mir nichts anderes übrig, als selbst in die Minen zu laufen und ein paar Steinblöcke zu zerstören. Ich habe Chanera bis auf Level 20 trainiert und habe über diese 6 Level 2 Angriff und 2 Verteidigung dazu bekommen. Aber auch etwas mehr Initiative, womit ich hoffentlich Cognodon outspeeden kann. Außerdem wollte Chanera Comprimator erlernen. Damit könnte ich meinen Fluchtwert erhöhen und die Kämpfe sehr einfach gestalten, da weniger Attacken mich treffen können. Ich habe mich aber entschieden, Attacken dieser Art auszuschließen. Okay, Versuch Nummer 2. Gegen Veit. Ich habe meine Taktik nicht verändert und sie weiter so umgesetzt. Es war zeitaufwendig, aber sicher. Kleinstein konnte ich damit besiegen und Onix folgte einige Runden später. Fehlt nur noch Cognodon. Tatsächlich war ich dank des Trainings schneller und konnte mit einem Heuler den Angriff senken. Dieses Mal entschied er sich für eine Kopfnuss und als wäre er ausgetauscht, machte er plötzlich gar keinen Schaden mehr im Vergleich zum ursprünglichen Kampf. Chanera nutzte die Gelegenheit, um mit mehreren Zertrümmerern den Kampf schnell abzuschließen. Damit hätten wir es geschafft. Der Kohleorden gehört uns. Aufgrund des ganzen Trainings und des langen Kampfes ist es auch mittlerweile Abend geworden. Dies hielt uns aber nicht davon ab, weiterzumachen und zur nächsten Arena zu gelangen. Durch das Erzlingentor über Jubelstadt nach Flori. Eine Stadt voller Blumen und entspannter Musik. Da kann man mal für eine Sekunde stehen bleiben. Nur nicht zu lange, denn die Verbrecherorganisation Galaktik dreht im Windkraftwerk krumme Dinge. Nachdem wir den Rüpel am Eingang besiegt haben, hat er sich im Windkraftwerk eingesperrt. Also haben wir die beiden hier im Wald herausgefordert und kurze Zeit später besiegt. Mit dem Schlüssel, den die beiden dabei hatten, konnten wir dann das Kraftwerk betreten. Hier wartete einer der Commander von Team Galaktik auf uns. Mars. Sie startete mit einem Zubat, welches mit einem Biss nicht viel Schaden austeilen konnte. Zweimal Rückkehr und die Fledermaus ist besiegt. Fehlt nur noch ihr zweites Pokémon, Schnurgast. Mit einem Mogelieb und dem darauffolgenden Kratzer kam einiges an Schaden rum, während der Zertrümmerer wieder nur wenig Schaden machte. Ich musste mich wieder für eine Runde gegenheilen und konnte dann Stück für Stück mit Zertrümmerer die dicke Katze mit 27 KP besiegen. Team Galactic Commander Mars ist gefallen. Viel zu lernen sie noch hat. Damit ist das Windkraftwerk wieder sicher und wir konnten uns weiter in den Norden wagen. Hier befindet sich nach Route 205 der Ewigwald. Ein wichtiger Ort für die Challenge, denn hier begleitet mich Reißer, die meine Pokémon nach jedem Kampf heilt. Und viel wichtiger, hier gibt es unser zweites Teammitglied. Haspiror. Wir haben das Knospi besiegt und dann den Schokohasen gefangen. Ich habe die netten und praktischen Dienste von Reißer genutzt und im Ewigwald den Osterhasen sofort auf Level 20 trainiert, damit sie sofort einsatzbereit ist für die zweite Arena. Diese befindet sich in Ewignau, genau wie Jochen, der mir diese Statue zeigte. Ich war weniger interessiert an der Statue, sondern vielmehr neugierig, was sich dahinter befindet. Meine Spürnase ließ mich nicht in Stich und ich habe eine Draco-Tafel gefunden. Außerdem haben wir hier Cynthia getroffen. Sie gab uns Zerschneider und verschwand fürs Erste. Es war zwar tiefste Nacht, aber die Arena hatte immer noch offen. Zeit für die nächste Herausforderung. In dieser Arena muss man die natürliche Uhr wieder richtig stellen, um zur Arenaleiterin zu gelangen. 11:45 war hier des Pudels Kern und genau deswegen kann es losgehen mit dem Kampf kurz vor Mitternacht gegen Silvana, die Pflanzen-Arenaleiterin. Sie startet mit dem Pokémon, mit dem ich technisch gesehen auch gestartet bin und es durch Chanera ersetzt habe. Der Osterhase schien sehr frustriert zu sein, denn eine Frustration one-shottete Chelast. Kinose war etwas schüchtern heute und wollte ihre wahre Blüte nicht zeigen. Stattdessen hat es einen Bodyguard rausgerufen. Eine Runde später wurde sie dann von Haspiror besiegt. Zu guter Letzt kam Roserade raus. Dieses war schneller und wollte auf Nummer sicher gehen, dass es auch so bleibt, mit einer Stachelspore. Die Frustration des Häschens war groß und so auch der Schaden. Die Beere half sofort danach etwas aus. In der nächsten Runde attackierte Roserade mit einem starken Zauberblatt. Aber Haspiror hielt diesen Stand und konterte mit einer weiteren Attacke. Roserade ist besiegt und so auch Silvana. Der Waldorden ist nun unser.
Mit dem Sieg habe ich dem Osterhasen Zerschneider beigebracht und kurz bei Team Galaktik vorbeigeschaut. Hoch oben im Gebäude wartete Jupiter auf uns und wollte einen Kampf. Leider ohne Laserschwerter, aber dafür mit Pokémon. Sie startete mit einem Zubat. Zwei Zerschneider und die Fledermaus machte einen Abgang. Als zweites kam Skunktank. Hier habe ich es mit Zerschneider probiert und leider nicht viel Schaden machen können. Im Gegensatz attackiert mich dieser mit einem Nachthieb und schlug damit ordentlich zu. Haspidor hatte nur noch 4 KP und für eine Auswechslung war es leider zu risikoreich. Der Hase ging auf einen letzten Zerschneider und wurde besiegt. Zeit für Chanera. Auch dieses bekam sehr viel Schaden durch den Nachthieb, weshalb ich wieder auf Heuler zurückgreifen musste, um den Schaden zu regulieren. 4 Heuler später war ein Nachthieb aushaltbar und ich fing an, mit Zertrümmerer anzugreifen. Und auch wenn es nicht so aussah, habe ich damit Schaden gemacht. Es war sogar ein Volltreffer. Mein Ziel war es, mit Zertrümmerer die Verteidigung zu senken und dann mit Rückkehr zu attackieren. Das Ganze ging leider nicht ganz auf und dank der ganzen Heuler entschied sich das Stinktier, seinen naturellen Abwehrmechanismus zu aktivieren und eine stinkende Wolke dazulassen. Die vergiftete das Osterei. Ich konnte mich zwar mit Weichei gegenheilen, aber die Vergiftung war trotzdem ärgerlich, zumal er ebenfalls anfing mit Rauchwolke und später Kreideschrei meine Genauigkeit und Verteidigung zu senken. Glücklicherweise habe ich aber 2 Runden später eine Rückkehr getroffen und konnte Jupiter sowie Skunktank besiegen. Jupiter wäre damit fürs Erste hinter Mond und wir können uns nun etwas besser mit Items ausstatten. Im Fahrradladen gab es ein Fahrrad aufs Haus. Mit dem Fahrrad können wir zwar keinen Außerirdischen transportieren und auch nicht ganz fliegen, aber der Fahrradweg tut's auch. Zuvor haben wir allerdings von Cynthia ein Pokémon-Ei zu Ostern erhalten. Es geht weiter durch den Kraterberg, einer der wichtigsten Orte in Sinnoh, der speziell später noch interessant wird. Aber fürs Erste laufen wir hier durch, um in Herzhofen anzukommen. Hier sind wir als allererstes einem Haspiro begegnet, welches aber schnell von ihrem Trainer gefunden und in den Pokéball zurückgerufen wurde. Sie machte mich aufmerksam auf einen Pokémon-Wettbewerb, aber zu Ostern heißt es strikt nach Challenge-Plan zu laufen und nicht in Versuchung zu kommen. Hier in Herzhofen wartete nämlich die dritte Arena auf uns. Die Idee der Arena ist es, das Symbol der blauen Fläche mit der Taschenlampe zu finden. Und dann die Tür mit der entsprechenden roten Matte, um weiterzukommen. In einem Kampf gegen einer der Trainer hier bekam ein Chanera ein Level Up und wollte die Unlichtattacke Schleuder erlernen. Eine einzigartige Attacke, die speziell in der Geistarena technisch gesehen interessant sein könnte. Später habe ich dann aber bemerkt, dass ich meinen Pokémon keine Items zum Tragen geben durfte, außer den EP-Teiler, und die Attacke demnach keinen Nutzen hat. Angekommen bei der Arenaleiterin konnte der Kampf losgehen. Da sie aber einen französischen Akzent mit sich bringt und ich diesen euch nicht vorenthalten wollte, gibt es nun den ganzen Monolog von Lamina, der Geistarena Leiterin, in Vorwas Interpretation. Oh, 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 endlich bist du hierher gekommen. Seit in dieses Land ich gekommen bin, will ich immer neue Dinge lernen. In dieser Stadt gibt es Wettbewerbe, no? Da sagte ich zu mir, oh, Niva, ich werde sie gewinnen. Und deshalb bin ich so angezogen und rede, als wäre ich besoffen. Es ist eine ganz große Performance mit dem Bier. Du trinkst und trinkst. Oh, außerdem habe ich viel Pokémon studiert. So bin ich die Arenaleiter. Und du willst mich herausfordern. Bon Appetit, aber ich werde gewinnen. Das ist logisch, weil ich bin eine Arenaleiter. N'est-ce pas? Okay, los geht's in den Kampf. Sie startete mit einem Zwielicht und ich mit meinem Osterhasen. Haspiro hatte eine Attacke im Moveset, die für diesen Kampf überlebenswichtig ist. Gesichte. Einmal eingesetzt, können nun auch Normal- und Kampfattacken das Geist-Pokémon treffen. Im Gegenzug ging Zwielicht auf einen Seher. Um diesen abzufangen, bin ich sofort auf Chanera ausgewechselt und bekam sogar noch ein Irrlicht obendrauf. Die Verbrennung halbierte meinen Angriff, aber ein Glück ist die Hälfte von wenig, immer noch wenig. Ich habe versucht, die Verteidigung mit Zertrümmerer zu senken, während die Verfolgung, die Verbrennung und der Seher auf das Osterhasen niederprasselten. Es wurde zu einem Balanceakt zwischen Schaden nehmen, austeilen und hochheilen. Während der Zertrümmerer immer mehr Schaden machte, blieb Zwielicht bei seiner Verfolgung und die Verbrennung machte alles deutlich komplizierter. Mit Weichei musste ich mich alle 2 Runden gegenheilen, bis ich dann genügend Mumm hatte, Rückkehr einzusetzen und versucht habe, das Zwielicht zu besiegen. Leider reichte es nicht ganz aus und als Quittung gab es eine vollständige Heilung für Zwielicht. Allerdings hatte der Geist mittlerweile einen so niedrigen Verteidigungswert, dass etwas Feingefühl und 4 Runden Offensive ausreichten, um diesen ein für alle Mal zu stoppen. Doch das war erst das erste Pokémon. Kommen wir zu Nummer 2. Alpollo. Eigentlich hätte ich auswechseln müssen und mit Haspidor Gesichter einsetzen müssen, um Schaden zu machen. Aber ich habe gehofft, dass Alpollo auf Fluch geht und ich diesen dann mit einer Auswechslung in der nächsten Runde countern kann. Es kam aber ein Konfusstrahl und Chanera traf sich selbst. Höchste Zeit für eine Auswechslung. Überraschenderweise ging Alpollo auf Tiefschlag und konnte damit keinen Schaden machen. In der nächsten Runde war er schneller und ging auf Hypnose. Ich habe mich auf Traumfresser eingestellt, bekam aber nur noch mehr von der Verwirrung zu spüren. Da ich gesehen habe, dass es mich mit Tiefschlag attackiert, bin ich in meinem Tiefschlaf auf Gesichte gegangen. Damit konnte keiner der Tiefschläge Schaden machen. Aber keine Sorge, den Job übernahm Haspiro selbst, als es aufgewacht ist.
Nächste Runde wurde es dann direkt wieder eingeschläfert, was mir zu dem Zeitpunkt des Kampfes tatsächlich lieber war. Viele verzweifelte Runden später erwachte das Häschen und bekam eine Gesichte durch. Damit konnte ich Haspiro auswechseln. Typisch für Apollo ging er wieder auf einen Konfu-Strahl. Doch mein Osterei widerstand der Verwirrung und konnte sich mit Weichei hochheilen und in den nächsten Runden mit einem Zertrümmerer... warte. Dafür zoomen wir rein. Einen KP Schaden machen. Immerhin machte der zweite etwas mehr Schaden und ich konnte mich mit Weichei immer wieder hochheilen. Richtig? Oh. Apollo hatte keine Attacken mehr, um Scharnierer zu attackieren und die einzigen Gegner waren die Verbrennung sowie die durchgehende Verwirrung. Mit 9 KP konnte ich aber mit sehr viel Glück ein Weichei durchbekommen und war wieder nach 2 Runden im grünen Bereich. Damit habe ich mich entschlossen, wieder zu Haspiro auszuwechseln. Da Apollo keinen Schaden mehr machen kann, war die Gefahr deutlich geringer für das Häschen. Ein Zerschneider ließ die KP bis auf einen einzigen senken. Das Apollo bekam zwar einen Supertrank, aber dieser brachte ihm nichts mehr. Damit wären wir beim letzten Pokémon, Traumagil. Dieses baut auf eine sehr innovative Taktik. Konfu-Strahl. Ich habe in diesem Kampf mehr gegen mich selber gekämpft, als gegen die Geist-Pokémon. Mein Haspiro traf sich selbst und ich war am Überlegen, wieder auszuwechseln. Da mein Scharnierer es aber nicht treffen kann, bevor Gesichter eingesetzt wurde, blieb ich drinne und bekam einen Psy-Strahl ab. Mein Haspiro überlebte mit 4 KP und bekam die Gesichte durch. Zeit, wieder auszuwechseln. Das Zauberblatt machte im Vergleich zu der Verbrennung Scharnierer nichts aus. Ein Weichei später sah die Welt wieder ganz anders aus, außer bei dem Schaden mit dem Zertrümmerer. Diesen habe ich wiederholt eingesetzt, um es ab diesem Zeitpunkt so einfach wie möglich zu machen für Haspiro. Und Scharnierer gehört ein ganz großes Lob an dieser Stelle. Trotz Psy-Strahl, Verwirrung und dauerhafter Verbrennung seit den ersten Runden boxte sie sich durch den Kampf und setzte die letzte AP mit Weichei ein. Nun hieß es mit Zertrümmerer so viel Schaden wie möglich zu machen. Mit den letzten 9 KP hieß es dann Ade, Scharnierer. Nun liegt es am Osterhasen mit 4 KP das Traumagil zu besiegen. Da das Geist-Pokémon schneller war, musste ich Ruckzuck-Keep einsetzen. Es traf... und reichte aus. Mit 4 KP und unglaublich vielen Runden voller Verbrennungen und Verwirrungen haben sich die beiden durchgeschlagen und sich den Reliktorden redlich verdient. Nach dem spannenden Kampf ging es weiter Richtung Trostu. Hier ist das Ei von Cynthia geschlüpft und heraus kam ein kleines Togepi. Ich habe es nach einer Zuschauerin benannt und dann in meine Box verstaut. Nördlich von Trostu ging es für den Moment nicht weiter, da will der Entor den Weg versperren. Also sind wir östlich weitergelaufen auf die Route, in der es gerne regnet. Diese führt zur nächsten großen Stadt, Schlaede. Hier führt natürlich kein Weg dran vorbei, bei der Spielhalle vorbeizuschauen. Nicht um zu spielen, die Spiele sind mir egal, sondern für die Musik. Einer meiner Lieblingstracks aus dem Spiel. Danach war ich im Einkaufszentrum und habe mir Feuersturm, Donner und Blizzard mehrfach für Scharnierer gekauft. Mittlerweile ist es auch wieder Tag geworden und meine Pokémon sind bereit für eine neue Herausforderung in der Arena von Schlaede. Die Arena setzt auf Kampf-Pokémon und besteht zum größten Teil aus Boxsäcken, Reifen und Boxringen. Das Ziel war es, mit einem gezielten Schlag einen Boxsack auf den Stapel Reifen zu boxen und damit den Weg frei zu machen. Ein gutes, kleines Training vor dem Kampf gegen die nächste Arena-Leiterin, Hilda. Wie die anderen drei Leiter hatte sie 3 Pokémon und startet mit Medity. Dieser spürte die Kraft eines Schlags von Haspiro. Er überlebte knapp und konterte mit einem Felsgrab, um die Initiative des Hasens zu senken. Ein Ruckzuck-Hieb in der nächsten Runde besiegte es dann. Als nächstes kam Mashok. Ich habe es wieder mit Irrschlag probiert und war auch immer noch schneller. Mit knapp 50% Schaden war ich zufrieden. Im Gegenzug schlug der Karateschlag Haspiro auf 10 KP runter. Der zweite Irrschlag reichte dann leider nicht ganz aus und Mashok überlebte mit wenigen KP. Allerdings ging der Felsgrab in der gleichen Runde daneben und Haspiro konnte dann mit einem Ruckzuck-Hieb das muskulöse Mashok endgültig in die Knie zwingen. Fehlt nur noch Lucario. Ich wollte ursprünglich sofort attackieren, da ich aber immer noch durch den Felsgrab am Anfang des Kampfes verlangsamt wurde und Lucario mehrere Prioritätenattacken erlernen kann, bin ich zum Osterei ausgewechselt. Lucarios Knochenhatz ging daneben. Dafür traf aber der Ableithieb in der nächsten Runde und machte gewaltigen Schaden. Als Antwort kam nur ein Zertrümmerer vom Ei-Pokémon. Nächste Runde wurde es dann erledigt. Es kam wieder Haspiro mit 10 KP raus. Durch den Knochenhatz gegen Scharnierer wusste ich, dass er nicht darauf aus war, eine Prioritätenattacke einzusetzen, weshalb ich mit Sprungkrieg nicht nur schneller war, sondern ihn auch besiegen konnte. Damit ist der Kampf gegen Hilda gewonnen. Der Bergorden ist unser. Außerdem hat Hilda uns Ableithieb geschenkt. Eine TM, die ich fürs Erste nicht benutzen wollte, aber später wichtig werden könnte. Nach einer kurzen Auseinandersetzung mit ein paar Galaktikrüpel, was denn nun besser ist, Star Wars oder Star Trek, ging es nach Weideburg. Auf dem Weg wurde ich angehalten, um für Jubelstadt TV ein Interview zu geben.
Die Frage war, wie ich meine Arena nennen würde. Eine kreative Frage, die etwas eingeschränkt wurde durch die vorgefertigten Antworten. Meine Antwort werden wir im Fernseher sehen, aber wie würdet ihr eure Arena gestalten und nennen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Angekommen in Weideburg musste ich mich natürlich erstmal an die Fotowand stellen und dann die Arena herausfordern. Hier kommt der Donner aus dem Einkaufszentrum zum ersten Mal zum Einsatz. Doch zuvor kurz zur Arena. Hier müssen wir das Wasserlevel mit Hilfe von Schaltern anpassen, um zum Arenaleiter zu kommen. Eine coole Idee, die uns zu Marinos, dem Wasser-Arena-Leiter, brachte. Dieser startete mit Garados und ich ausnahmsweise mit Charnera. Garados griff mit einer Kaskade an und machte gewaltigen Schaden. Charnera überlebte mit etwas mehr als 100 KP und konnte die vierfach effektive Attacke nutzen, um Garados zu erledigen. Als nächstes kam Boyelin. Ich sah das Charnera schon zurück in den Pokéball wandern, doch es überlebte mit 5 KP. Mit so wenigen KP konnte es dann noch ein Donner durchbekommen und ordentlich Schaden austeilen. Boyelin konnte sich etwas mit der Beere hochheilen und ich sah mich siegreich mit einem zweiten Donner. Doch er ging auf Wasserdüse und zerstörte schneller meinen Wunsch, als ich gucken konnte. Nun muss es Haspiror reißen. Das Häschen holte aus für einen Irrschlag und war 1 KP zu kurz für ein K.O. Glücklicherweise war aber Boyelin nicht in der Lage, in dieser Runde zu attackieren. Es bekam eine Heilung und damit eine Runde mehr Zeit, Schaden zu machen. Wiederholte Irrschläge konnten es dann aber endlich besiegen. Das letzte Pokémon kam raus. Morlord. Hier hätte der Donner nicht mehr funktioniert, da es den Wasserbodentypen hat. Ich habe es wieder mit Irrschlag angegriffen und leider relativ wenig Schaden gemacht. Das Morlord antwortete mit einem Felsgrab und einer Senkung meiner Initiative. Haspiror war aber immer noch schneller und konnte in den nächsten Runden wieder etwas Schaden machen, während der zweite Felsgrab wieder die Initiative senkt. 11 KP und minus 2 Stufen in der Initiative standen sich die beiden gegenüber. Aber Morlord ist leider ein sehr langsames Pokémon und Haspiror war immer noch schneller. Der Irrschlag schickte das Morlord zurück in das Moor, für das Weideburg bekannt ist. Der Fanort ist damit unser. Und da wir gerade über das Moor reden, während des Arena-Kampfes hat sich einer der Galaktikrüpel eingeschlichen und eine Bombe liegen lassen. Netterweise hat er uns das Ganze erklärt, anstatt wegzulaufen. Kurze Zeit später verschwand er zwar und konnte trotz Verfolgung entkommen, aber wir behalten Team Galaktik im Auge. Da keiner der Spieler eine richtige Polizei hat, die den Job dafür erledigt. Mit Ausnahme von Lebel, der vermutlich schusseligste Agent-Polizist im Pokémon-Universum. Cynthia übergab uns einen Geheimtrank, den wir den Entern auf Route 210 geben sollen, um dort unsere Abenteuerreise fortzuführen. Getan. Die Entern verschwanden, auch wenn das eine immer noch leicht verwirrt wirkte. Der Weg war frei, um nach Elises zu gelangen. Ein Ort mit viel Geschichte über den Ursprung der Sinnoh-Region und des Seentrios. Ein ziemlich interessantes Thema, nicht nur für uns, sondern auch für Galaktik-Boss Cirrus. Er hat mittlerweile mitbekommen, dass ich in seine Pläne dazwischenfunke und wollte es eigenhändig beenden. Angefangen mit einem Sneebel, doch dieses wurde schnell mit einer Kampfattacke besiegt. Als nächstes kam sein Golbat, welches mein Haspiror und später auch mein Charnera vergiftete. Dafür aber durch einen Donner erledigt wurde. Sein letztes Pokémon ist ein Kramux. Mit dem Bohrschnabel kam das Osterei in eine sehr gefährliche KP-Region, aber der Donner machte den Sack zu. Der Galaktik-Boss ist geschlagen, doch es wird nicht das letzte Match sein. Da Sinnoh mit Abstand die interessantesten legendären Pokémon hat und wir von Professor Eibe zu der Bibliothek in Fleetburg zitiert wurden, ging es nach Fleetburg. Dafür musste ich mir ein Pokémon fangen, das Surfer erlernen kann. Ab diesem Zeitpunkt ist es nicht mehr möglich, Pokémon Platin nur mit Haspiror und Charnera durchzuspielen. Genau dafür habe ich mir ein Enton gefangen. Ich denke, das passt am besten. Ich habe auch dieses nach einer Zuschauerin benannt, da ich weiß, dass sie sehr, sehr gerne Enton mag. Mit der Ente konnten wir dann rüber surfen und bevor es in die Bibliothek ging, bin ich in ein wildfremdes Haus gestürzt, um ein Interview zu sehen. Und die Antwort auf meine Frage war, Überraschung. Meine Arena wäre wie ein Ü-Ei, wo jeder siebte Trainer eine Überraschung erwartet. Witzigerweise bin ich in das Haus eingebrochen, bei dem ich sowieso vorbeischauen wollte. Dieser Mann hat mir geholfen, Zerschneider von Haspiror zu verlieren, um dann Haspiror Ableithieb beizubringen. Danach habe ich noch auf der Eiseninsel vorbeigeschaut. Ein perfekter Ort, um meine beiden Pokémon zu trainieren und die VM-Stärke abzuholen. Außerdem begleitet uns, ähnlich wie im Ewigwald, Urs durch die Höhle und heilt meine Pokémon nach jedem Kampf. Ausgezeichnet fürs Trainieren. Aber wie das Sprichwort es schon sagt, nach dem Training ist vor dem Training. Fleetburg hat ebenfalls eine Arena und wartet nur darauf, herausgefordert zu werden. Hier müssen wir anhand von Aufzügen den Weg zu Adam, den Stahl-Arena-Leiter und Vater von Veit, finden. Adam startete mit einem Magneton und einer Menge Schaden. Der Osterhase konnte zwar ebenfalls gut austeilen, aber ein Hypertrank füllte ihn wieder komplett auf. Glücklicherweise habe ich ein Ableithieb dabei, welches in zwei Runden nicht nur das Magneton besiegte, sondern auch meine KP wieder gut aufgefüllt hat. Das zweite Pokémon war Stalos. Hier konnte ich mit einem Sprungkick einen Volltreffer landen und sehr guten Schaden erzielen. Meine Hoffnung war, Stalos mit einem Ableithieb zu besiegen und ein paar KP zurückzugewinnen. Aber er überlebte mit einem einzigen KP und setzte wieder Erdbeben ein. Die KP von Haspiror schrumpften auf 6 herunter. Für Stalos hatte er nächste Runde dann noch eine Top-Genesung übrig und ich musste wieder von erneut Schaden drücken. Zwei Ableithiebe und mein Haspiror hatte wieder 38 KP, die Stalos schnell wieder runterbrachte auf 7. Das gleiche konnte mein Häschen in der nächsten Runde auch, bevor es dann besiegt wurde.
Ein sehr knapper Kampf, aber wir haben noch das Osterei. Shannara setzte die Kampfattacke ein und... Oh, es hat wieder nicht gereicht. Mit dem zweiten Anlauf hat es dann aber geklappt. Stalos ist besiegt. Fehlt nur noch der letzte im Bunde, Bolteros. Ich entschied mich erstmal mit Weichei hochzueilen und zu schauen, was genau Bolteros vorhatte. Er ging auf einen Metallstoß, das keine Wirkung zeigte, da ich keinen Schaden gemacht habe. Also bin ich in der nächsten Runde auf Feuersturm gegangen und er entschied sich doch erstmal den Verhöhner einzusetzen. Und damit mein Weichei für die nächsten Runden aus dem Spiel zu nehmen. Ein weiterer Feuersturm aktivierte die Zitrobeere und auch den Metallstoß, der sehr wenig Schaden machte. Die nächsten zwei Feuerstürme gingen daneben, wodurch ich plötzlich ohne KP im Kampf stand. Mir blieb nichts anderes übrig, als mit Zertrümmerer die Verteidigung zu senken und so Stück für Stück die Wand zum Bröckeln zu bringen. Auch hier war es wieder hauchdünn mit einem KP. Allerdings entschied sich Adam, keine Top-Genesung einzusetzen. Ein dritter Zertrümmerer von Shannara besiegte Bolteros. Damit haben wir Adam geschlagen und der Minenorden ist nun unser. Höchste Zeit, in der Bibliothek vorbeizuschauen. Hier wartete schon die gesamte Truppe auf uns. Professor Eibe bat uns um Hilfe, die drei Illusions-Pokémon an ihren Seen zu studieren und als hätte Team Galaktik dabei zugehört, krachte es plötzlich in der gesamten Sinnoh-Region. Ich glaube, der Teenager zu der Linken ist ein Spitzel, aber ich war mir nicht ganz sicher. Nun heißt es, an den Seen vorbeizuschauen und nach dem Rechten zu gucken. Angefangen beim See der Kühnheit. Hier fand die Explosion statt und der gesamte Teich war leer, mit Ausnahme von den Carpador und den Team Galaktik-Mitgliedern. Aber wenn wir es runterbrechen, sind sie mehr oder minder das gleiche. In der Höhle des Sees forderte Saturnus zu einem Kampf heraus, doch er konnte nicht gewinnen und zog davon. Als nächstes bin ich zum See der Wahrheit gegangen. Auch hier warteten schon die Rüpel und auch Mars auf uns. Diese wollte Revanche für das, was im Windkraftwerk passiert ist, aber konnte sich ähnlich wie Saturn nicht durchsetzen und musste sich zurückziehen. Um zum letzten See zu gelangen, müssen wir durch den Kraterberg in den Norden nach Blizzach. Je weiter es in den Norden ging, desto mehr Schnee kam uns entgegen. Wichtig ist, dass wir auf dem Weg nicht die Frau im Kraxler hinter dem Haus vergessen. Diese hat der Mann verloren und ich wollte so ehrlich sein und ihm sie zurückbringen, aber er wollte sie nicht mehr haben. Die VM habe ich Shannara beigebracht, da Kraxler eine doppelt so hohe Chance bekommt, das gegnerische Pokémon zu verwirren. Am See der Stärke angekommen, haben wir Jochen getroffen. Er schien alles unter Kontrolle zu haben und schickte uns nach Blizzach, um dort die nächste Arena herauszufordern. Dieses Angebot konnte ich nicht ablehnen, also schauen wir gemeinsam in die nächste Arena rein. Diese Arena hat ein kleines Eisrätsel vorbereitet, bei dem wir mit genügend Schwung die Schneebälle zerstören müssen, um auch hier bei der Arenaleiterin anzukommen. Ein cooles, kleines Rätsel, um mich aufzuwärmen im Kampf gegen Frieda, die Eis-Arena-Leiterin. Sie ist die erste Leiterin, die vier Pokémon benutzt und startet auch direkt mit einem Sneebel. Ein einfaches Spiel für Haspiroa. Eine Kampfattacke besiegte es. Als nächstes kam Rexblizzar. Dafür habe ich Shannara rausgeholt, um mit einem Feuersturm ordentlich Schaden zu machen. Rexblizzar antwortete mit einem Fokusstoß. Eine Attacke, die ich definitiv nicht erwartet hätte. Aufgrund der hohen Spezialverteidigung und der hohen KP konnte Shannara diesen aber gut wegstecken und dann Feuersturm einsetzen. Vielfach effektiv und hoher Basisschaden und Rexblizzar ist erledigt. Pokémon Nummer 3 ist Keifel. Ein Feuersturm machte hier knapp 80% Schaden. Er konterte mit einem Erdbeben und damit ebenfalls mit einer Menge Schaden. In der nächsten Runde bekam er dann noch eine Heilung, aber das war dem Osterei egal. Zwei Feuerstürme später besiegte sie Keifel. Zu guter Letzt kam wieder ein Geist-Pokémon, Frostedie. Zu diesem Zeitpunkt des Spiels hatte ich keine Gesichter mehr und die einzige Attacke, die ich im Moment besaß, die Geist-Pokémon trifft, war Feuersturm. Shannara überlebte knapp den Blizzard und heilte sich erstmal mit Weichei hoch. Frostedie kannte anscheinend meine Schwäche und wollte die AP meiner Attacke ausdollen, weshalb es auf Doppelteam ging, um ihren Fluchtwert zu erhöhen. Das Shannara traf einen Feuersturm. Es kam wieder ordentlich Schaden bei rum, nur leider nicht ausreichend genug. Die Beere heilte Frostedie wieder etwas hoch. Nun hatte ich einen allerletzten Feuersturm, der entscheiden würde, ob ich den Kampf gewinne oder verliere. Frostedie traf ein Blizzard und machte damit etwas Schaden. Und Shannara ging auf Feuersturm und traf es tatsächlich. Damit ist Frostedie erledigt. Hildas Arena-Prüfung haben wir bestanden. Als Zeichen unseres Sieges gab es den Vierenorden. Uns fehlt nur noch ein allerletzter Orden, doch bevor es dahin geht, schauen wir kurz nochmal beim See der Stärke vorbei. Hier kämpfte gerade Jochen gegen den letzten Commander, Jupiter. Leider verlor er den Kampf. Voller Stolz verriet uns Jupiter dann, wo es als nächstes hingeht und verließ den See. Okay, auf zum Galaktik-Hauptquartier. Wir haben uns zusammen mit Lebelle durch das Lager eingeschlichen, um von hier aus den G-Schlüssel zu bekommen. Mit diesen konnten wir dann durch den Vordereingang rein und ganz nach oben zum Galaktik-Boss. Wir kamen genau richtig, denn er hielt gerade eine Rede vor einer riesigen Truppe. Doch wie Yoda schon sagte, Größe ist nicht alles. Die kleinere Truppe wir sind, dafür größer im Geist. Oder in diesem Fall normal. Nach der Rede sind wir sofort zum Galaktik-Boss gelaufen, um seine Machenschaften ein für alle Mal zu stoppen. Er hielt einen kurzen Monolog und forderte uns zu einem Kampf heraus. Doch dieser diente nur dazu, genügend Zeit für die Wissenschaftler rauszuholen, um die rote Kette zu erstellen. Cirrus verschwand Richtung Kraterberg und ich bin in das Labor gegangen, um Selfe, Tobutz und Vesprit zu befreien. Danach musste es sofort weitergehen zum Kraterberg, um Schlimmeres zu verhindern. Denn irgendjemand muss doch was für unsere Rettung tun.
Mit etwas Surfen, Kraxeln, Frieren und Kämpfen konnten wir den Kraterberg erklimmen und die Speersäule betreten. Cirrus war mitten in der Vorbereitung, die beiden mächtigen Pokémon Dialga und Palkia zu rufen. Und zwei seiner Commander standen uns im Weg. Wieder ein Kampf, in dem wir auf dem ersten Blick in der Unterzahl waren. Doch wir bekamen Hilfe von niemand anderen als Jochen. Mars und Jupiter hatten jeweils drei Pokémon und starteten beide mit Bronze, während wir mit Haspiror und Mamfaxo starteten. Durch die ganzen Kämpfe, um zu der Speersäule zu gelangen, sind meine AP leer gegangen. Ich hatte keine AP mehr auf Ableithieb und Irrschlag und musste mich nur auf Charm und Sprungkick verlassen. Deswegen bin ich sofort zum Osterei ausgewechselt. In der gleichen Runde bekam Mamfaxo einen Kung-Fu-Strahl ab und traf sich damit selbst. Ein Bild, das ich definitiv von irgendwoher kenne. Chanera besaß immer noch Feuersturm im Moveset und konnte damit eins der Bronzel sehr stark anschwächen, bevor das andere Bronzel ein Lichtschild rausholte. Nicht ganz der Laserschwertkampf, den ich mir erhofft habe, aber close enough. Ich entschied mich, einen Zertrümmerer einzusetzen und langsam aber sicher das linke Bronzel zu besiegen. Mamfaxo half mir dabei und ich dachte mir, dass wir vielleicht sowas wie eine Taktik hatten. Erst die linken Pokémon zu besiegen und dann zu zweit die rechten. In der nächsten Runde griff das Osterei mit einem Kraxler an, um potenziell das Kungtang zu verwirren. Leider konnte er mit einem Gifthieb das Mamfaxo besiegen. Das nächste Pokémon von Jochen war Staraptor. Mit einem Bedroher konnte er den Angriff senken und zusammen mit Chanera das Kungtang attackieren. In der Zwischenzeit habe ich Weitei eingesetzt, damit das Osterei weiterhin im Kampf teilnehmen und Jochens Pokémon supporten kann. Chanera bekam für drei Runden alle Attacken ab, während Staraptor das Kungtang erledigte. Das letzte Pokémon auf der linken Seite war Golbat. Ich wollte wieder mit einer VM-Attacke die Verteidigung senken, damit Jochens Pokémon mehr Schaden machen können. Aber die ganzen Bodychecks hinterließen viel Schaden und die Vergiftung der Matschbombe gab dem Vogel den Rest. Pokémon Nummer 3 war Boyelin. Er kam rein und machte Kleinholz aus den Lichtschilden und Reflektoren und besiegte das Bronzel. Damit kam Schnurgast hervor. Mit unserer Kampfattackenkombination konnten wir der Katze viel KP abziehen, aber leider nicht genug. Im Gegenzug bekam mein Osterei einen Volltreffer und eine Vergiftung mit einer Matschbombe ab. Boyelin attackierte mit Wasserdüse, nur leider überlebte die Katze mit einem KP, ähnlich wie Boyelin, nachdem es von einem Schlitzer getroffen wurde. Die zweite Wasserdüse setzte das Ende der Katze. In der Zwischenzeit habe ich die Verteidigung von Golbat gesenkt und gehofft, dass er mehr als drei Pokémon dabei hat. Tatsächlich hatte er noch eins dabei, Scaraborn. Er konnte einmal mit Nachthieb draufhauen, ehe es dann von den beiden Flug-Pokémon zurück in den Pokéball gerufen wurde. Die Vergiftung machte es nochmal sehr knapp für Chanera. Jochens letztes Pokémon und gleichzeitig auch erstes Pokémon erledigte die Fledermaus mit einem Flammrad. Eine Runde später entschied sich Panferno für ein Irrlicht und ich für einen Feuersturm. In der nächsten Runde attackierte das Panferno nochmals mit Flammrad und der Spuk nahm ein Ende. Das Golbat wurde besiegt und Mars sowie Jupiter verstehen die Welt nicht mehr. Nach dem Kampf wollte ich Jochen für seine Hilfe danken, doch er verzog sich schneller, als ich gucken konnte. Damit stand ich allein vor Cirrus. Er aktivierte seine rote Kette und die beiden legendären Pokémon Dialga, Meister der Zeit, und Palkia, Meister des Raumes und der Dimension, erschienen. Eine mächtige Präsenz, die ihm helfen soll, seine Pläne zu vollenden. Doch plötzlich schwenkte die Kamera rüber und drei Pokémon machten sich auf den Weg zur Speersäule. Selphe, Vesprit und Tobots. Und mit diesen dreien auch eine bisher unbekannte Gestalt, die einzig und alleine aus Schatten bestand. Der riesige Schatten attackierte Cirrus und beide verschwanden in eine andere Welt. Jetzt heißt es tun oder nicht tun. Es gibt kein Versuchen. Rein in die Zerrwelt. Die Zerrwelt ist ein Ort, wie man ihn vorher nie gesehen hat. Raum und Zeit sind instabil und alleine Giratina lebt in dieser Welt. Unsere Aufgabe ist es, Giratina zu finden. Der Weg war eine riesige Prüfung, bei der es wortwörtlich drunter und drüber ging. Als ich damals als Kind zum ersten Mal den Ort betreten habe, war ich der festen Überzeugung, dass das eins der coolsten Dinge ist, die man in Pokémon machen konnte. Und nach so vielen Jahren bleibe ich bei dieser Meinung. Eine komplett neue Welt zu erschaffen und die Bösen für einen Moment gewinnen zu lassen, finde ich absolut genial. Außerdem war noch unbekannt, ob Giratina böse oder gut ist, und das macht das so spannend hier. Die Zerrwelt ist ein sehr cooler Ort, auch mit der Einbindung vom Seetrio. Die drei haben mir geholfen, die Stärkesteine in die richtigen Löcher zu schieben, um den Weg freizumachen zu Cirrus und Giratina. Bevor wir aber zum Schattenmonster konnten, mussten wir uns ein für alle Mal Cirrus stellen. Der Kampf in der Zerrwelt beginnt. Cirrus startete mit Hundemon und ich mit meinem Haspiror. Sprungkick konnte das Unlicht-Pokémon besiegen. Als nächstes kam Kramchef, ein Pokémon mit einem sehr hohen Angriff, weshalb ich vorerst diesen mit Charme senken wollte. Als ich gesehen habe, dass er mit einem Bohrschnabel relativ wenig Schaden gemacht hat, änderte ich meinen Plan und blieb mit dem Osterhasen drinne. Ein Irrschlag kostete den Chef 50% seiner KP, plus eine Verwirrung aufs Haus. Er konnte lauter Küken den Osterhasen nicht mehr sehen und traf sich selbst. Ein zweiter Irrschlag setzte das aus für Kramchef. Hinter Pokémon Nummer 3 befand sich Gyarados. Er bedrohte Haspiror und mir blieb nichts anderes übrig, als Chanera auszuwechseln. Die Kaskade daraufhin spürte das Osterei klar und deutlich, aber auch dieses hatte eine kleine Überraschung für Gyarados. Donner.
Ich habe Chanera in der Zerrwelt nochmal beigebracht, da ich wusste, dass er mindestens 2 Flug-Pokémon dabei haben wird. Nur leider überlebte Gyarados wie so viele Pokémon bisher in der Challenge mit ein paar KP. Die Paralyse war gut zu sehen, brachte aber im Endeffekt nichts, da Cirrus nach einer Kaskade dem Gyarados eine Top-Genesung gab. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich ebenfalls mit 2 Weicheiern hochzuheilen. Die Kaskade hinterließ wieder einiges an Schaden, aber dieses Mal reichte ein Donner ohne Volltreffer aus, um Gyarados ein für alle Mal zu besiegen. Als nächstes kam Snibuna. Da ich mit einer Menge Schaden gerechnet habe, bin ich in der gleichen Runde auf Weichei gegangen. Ich dachte, das wäre das Aus für Chanera, aber es überlebte mit 8 KP. Das Ganze hat sich in den nächsten Runden wiederholt. Snibuna attackierte mit Ice Heap, während ich hoffen musste, keinen Volltreffer abzubekommen oder eingefroren zu werden. Und mich mit Weichei langsam hochheile. Um genau zu sein, so lange, bis ich nur noch 4 AP auf Weichei hatte und gesund auf beiden Beinen stand. Da ich wusste, dass ein Sprungkick gegen Snibuna reichen würde, brauchte ich nicht die Verteidigung von Snibuna senken und bin auf die stärkste Attacke gegangen, die ich dabei hatte. Donnerwetter. Es machte nicht viel Schaden, paralysierte aber das Snibuna, wodurch es langsamer wurde. Durch die Paralyse habe ich etwas Blut geleckt und wollte versuchen, mit Chanera Snibuna zu besiegen. Ich attackierte erstmal mit Kraxler, um noch eine Verwirrung zu bekommen. Tatsächlich bekam ich eine Verwirrung, aktivierte aber auch hier die Zitrobeere. Die Verwirrung gab mir etwas mehr Sicherheit. Allerdings war das Snibuna immer noch in der Lage zu kontern und bekam ein paar Eishiebe durch. Einige Runden später entschied ich mich nochmal mit Kraxler anzugreifen und leider reichte es nicht ganz aus. Nun musste ich hoffen, dass Snibuna nach 4 Runden sich einmal selbst trifft, damit es besiegt wird. Snibuna war verwirrt und traf sich selbst. Damit ist es besiegt. Fehlt nur noch das 5. Pokémon, X-Bart. Ich wollte erstmal schauen, was es vorhat und habe Weichei eingesetzt. Interessanterweise kam ein Toxin, wodurch jede Runde mehr in diesem Kampf schmerzhafter wird. Und obendrauf gab es einen Giftstreich in der nächsten Runde. Der Donner reichte nicht ganz aus, paralysierte aber das X-Bad. Ein Hoch auf Edelmut. Wobei ich mir unsicher bin, ob die Paralyse wirklich notwendig war, da Chanera einen weiteren Giftstreich hätte standhalten können und der nächste Donner das Ende für X-Bad und damit auch Cirrus war. Der Galaktikboss ist geschlagen. Definitiv einer der schwierigsten Gegner, die ich bisher in dieser Challenge hatte. Nach dem Kampf verstand Cirrus die Welt nicht mehr und verschwand. Wir bekamen unsere Pokémon geheilt und konnten nun mit Giratina reden. Dieses ist Level 47 und ein Drachengeist-Pokémon. Damit konnte keine der Attacken von Haspidor Schaden machen. Ich entschied mich aber dafür, dreimal hintereinander Charm einzusetzen, um den Angriff von Giratina so niedrig wie möglich zu halten. Danach wechselte ich zum Osterei aus und attackierte mit Donner. Es kamen zwar einige starke Attacken und noch viel stärkere Volltreffer, aber mit den 10 AP auf Donner konnte ich Giratina langsam, aber sicher besiegen. Das Gleichgewicht scheint wiederhergestellt zu sein und Cynthia und ich sind durch das Portal von Giratina zurückgekehrt nach Sinnoh. Sie gab mir den Tipp, bei Professor Eibe vorbeizuschauen, der die ganze Zeit für mich mitfieberte. Danach ging es aber nach Sonnewick, um die letzte Arena herauszufordern. Vorerst mussten wir den Arenaleiter im Leuchtturm überzeugen, überhaupt in seine Arena zu gehen. Schon der zweite, der nicht in seiner Arena ist. Die Arena von Sonnewick besitzt ein kleines Zahnradrätsel, welches wir aber schnell lösen konnten. Also gut, auf geht's in den Kampf gegen Volkner, der Elektro-Arenaleiter. Er startete den Kampf mit einem Blitzer. Mein Haspidor war schneller und nutzte das aus, um mit Irrschlag zu attackieren. Daraufhin paralysierte Blitzer mich. Dadurch wurde Blitzer schneller und konnte mit einem Ladestrahl nochmal etwas Schaden machen, bevor es dann besiegt wurde. Volkner rief Raichu rein. Auch dieses war schneller und setzte eine Attacke ein, mit der ich nicht gerechnet habe. Fokusstoß. Glücklicherweise ist es die Attacke, die am häufigsten daneben geht. Der Irrschlag konnte aufgrund dessen das Raichu fast besiegen und verwirren. In der nächsten Runde traf sich Raichu sogar selbst, aber der Osterhase nutzte nicht die Chance, um Raichu zu besiegen und war paralysiert. Volkner gab seinem Raichu einen Hypertrank, doch dieser war falsch investiert, denn ein weiterer Irrschlag boxte die Elektromaus wieder runter in den roten KP-Bereich und die Verwirrung gab ihm den Rest. Pokémon Nummer 3 war Elevoltec. Einen Donnerschlag hatte der Hase aber noch in sich und konterte selbst mit einem Schlag. In der nächsten Runde spielte Volkner es sicher runter und beendete es mit einem Ruckzuck-Hieb. Nun hängt alles von Chanera ab. Ich kann es zwar selber kaum glauben, aber ich habe immer noch Zertrümmerer Moveset und habe es gegen den 8. Arenaleiter eingesetzt. Die Beere ließ es so aussehen, als hätte der Zertrümmerer das Elevoltec eher geheilt, aber der Schein trügt. Der darauffolgende Donnerschlag zog etwas weniger als die Hälfte ab. Danach habe ich es mit einem Kraxler versucht, was ich am Ende der Runde bereut habe. Elevoltec wurde verwirrt und traf sich selbst. Damit war er in dem Bereich, wo die NPCs ein heilendes Item verwenden. Elevoltec war wieder bei voller KP und hatte einige Donnerschläge parat. Meine Hoffnung blieb nun, mit Kraxler Elevoltec zu besiegen. Dafür musste ich alle 2 Runden 2 Weicheier einsetzen und dann mit Zertrümmerer attackieren. Eine Runde später war mein Chanera auf 63 KP runter und wie wir aus dem Kampf gegen Haspidor gelernt haben, kennt er eine Prioritätenattacke, mit der er den Kampf zu Ende bringen wollte. Doch mein Chanera überlebte mit 7 KP und konnte sich wieder hochheilen. 2 Weicheier später wurde es Elevoltec zu viel und er ging all in mit einem
einem Gigastoß. Der Gigastoß machte knapp 50% Schaden und zwang das Elektro-Pokémon für die nächste Runde auszusetzen. Die Runde habe ich dann genutzt, um ein Weichei durchzubekommen. Mit roter KP boxte er nochmal so stark wie er konnte zu und ein letzter Kraxler beendete die Schlacht gegen Elevoltech. Volkners letztes Pokémon ist Luxtra. Ich wollte erstmal schauen, welche Attacke es einsetzt und bin vorsichtshalber auf Weichei gegangen. Es kam ein Donnerzahn, welches etwas weniger Schaden machte als der Donnerschlag von Elevoltech. Danach bin ich für 2 Runden auf Zertrümmerer gewechselt und habe mich wieder gegengeheilt. Einige zerbrochene Eier und Zertrümmerer später griff ich mit Kraxler an und Luxtra wurde besiegt. Damit gehört der letzte Orden, der Lichtorden, nun uns. Der Weg zur Siegestraße ist nun frei. Ich habe mir von Jasmin Kaskade abgeholt und bin losgesurft. Hoch den Wasserfall und über die Brücken habe ich Steine verschoben und zerstört, um vor dem alles entscheidenden Ort zu stehen, die Pokéliga. Ich wollte mich noch etwas darauf vorbereiten und die Attacken von Haspiro ändern, aber Jochen hatte etwas dagegen und forderte mich zu einem allerletzten Match heraus. Der Osterhase und das Osterei gegen Jochens Pokéliga-Team. Er startete mit seinem Staraptor, wessen Angriff ich erstmal senken wollte, indem ich meinen Charme spielen lasse. Eine durchaus nettere Variante im Gegensatz zu dem Bedroher von ihm. Kurz darauf spürte ich den Nahkampf des Vogels. Seine Verteidigungswerte sanken und ich sah die perfekte Gelegenheit zu attackieren. Ein Schlag reichte aber bei weitem nicht aus und Staraptor durfte nochmal ran. Der zweite Irrschlag besiegte dann den Vogel. Gegen Scaraborn entschied ich mich sofort offensiv zu gehen, da ich zu wenige KP hatte, als dass ich noch eine Attacke standhalte. Der Irrschlag hinterließ ordentlich Schaden und eine Verwirrung, aufgrund der das Käfer-Pokémon sich selber traf. Der Osterhase durfte nochmal angreifen und konnte Scaraborn besiegen. Pokémon Nummer 3 ist ebenfalls ein Pokémon, das eine Kampfattacke besitzt, aber ähnlich wie Scaraborn durch die Verwirrung vom Irrschlag sich für die falschen 50% entschieden hat und mir keinen Schaden machen konnte. Auch hier reichte ein zweiter Irrschlag, um den Affen in die Box zu verfrachten. Das nächste Pokémon war Boyelin. Da wir im Doppelkampf auf der Speersäule gesehen haben, dass es Wasserdüse kann, bin ich sofort ausgewechselt. Die Wasserdüse konnte 60 KP Schaden machen und der Durchbruch nochmal 162 KP. Im Gegenzug habe ich einen Donner geplant, der ging jedoch daneben. Also musste Scharnera einen weiteren Durchbruch standhalten und es nochmal probieren. Dieses Mal traf der Donner und Boyelin ist Geschichte. Als nächstes kam sein weiterentwickeltes Manfaxo zum Vorschein, Relaxo. Ich musste mich mit Weichei wieder hochheilen, während Relaxo die Erde zum Beben brachte und an dem Osterei rumkaute. Nächste Runde attackierte er mich mit vollstem Körpereinsatz und leider auch einem Volltreffer, was leider zu viel für Scharnera war. Sie hat aber einen Zertrümmerer durchbekommen, der sehr hilfreich war für Haspiror. Ein Ableithieb verringerte die KP von Relaxo genau auf 1. Ich konnte zwar eine Menge KP zurückgewinnen, aber Relaxo hatte immer noch Hunger und biss ein paar Mal vom Schokohasen ab. Ein weiterer Ableithieb konnte Relaxo dann aber besiegen. Jochen war runter auf sein letztes Pokémon, Roserade. Ich entschied mich dafür, die stärkste Attacke in meinem Moveset einzusetzen und ohne Volltreffer ergab sich Roserade dem Osterhasen. Damit haben wir den Kampf gegen unseren Rivalen gewonnen. Zeit für die Pokéliga. Ich habe ein paar Vorbereitungen gemacht und ein paar heilende Items gekauft, um nach den Kämpfen Haspiror und Scharnera wieder fit zu machen. Außerdem habe ich noch die Movesets angepasst, um eine bessere Chance zu haben. Haspiror hatte nun Schaufler, Rückkehr, Sprungkick und Strauchler. Und Scharnera Weichei, Donner, Blizzard und Feuersturm. Das verrückteste Scharnera Moveset, das ich jemals gesehen habe. Ich habe mir geschworen, dass wenn ich hier lebend durchkomme, dass ich dieses Moveset in mindestens einen Zuschauerkampf verwenden werde. Okay, los geht's gegen die Top 4 und den Champ. Möge die Macht mit uns sein. Nummer 1 ist Herbaro, der Käferspezialist. Er startete mit seinem Yanmega und ich mit einer Rückkehr, woraufhin das Yanmega zurückkehrt in sein Pokéball. Als nächstes kam Scaraborn zum Vorschein. Ich habe auf das Beste gehofft und mit Rückkehr attackiert. Die Rückkehr hat sehr guten Schaden hinterlassen, aber leider nicht genug. Ein Nahkampf knockte Haspiror aus. Nun muss es Scharnera reißen. Scaraborn bekam mit der Einwechslung eine Top-Genesung. Die Heilung machte Scharnera aber nichts aus, denn mit einem Feuersturm grillte sie den Käfer. Das gleiche gilt für den Stahlkäfer-Kollegen Scherox. Ein Feuersturm besiegte Scherox. Piondragi im Gegensatz war schneller und griff mit einem Giftstreich an, während ich mit Donner versuchen wollte, ihn zu paralysieren. Am ersten Mal hat es nicht geklappt, aber beim zweiten Mal saß der Donner und die Paralyse. Seine Beere reichte dann nicht aus, um den dritten Donner zu überstehen. Piondragi ist besiegt. Fehlt nur noch die letzte im Bunde, Honweisel. Die Bienenkönigin war gut in der Defensive und steckte einen Donner weg. Als Reaktion rief sie ihren ganzen Bienenstock zu sich und erhöhte ihre Verteidigungswerte. Doch der Donner war zu stark und Honweisel wurde besiegt. Ich habe beide meiner Pokémon hochgeheilt und mich zum zweiten Top 4 Mitglied begeben. Mutter Teresa und ihre Boden-Pokémon. Das erste ist Velsar. Einer der Gründe, wieso ich Strauchler auf Haspiror spielen wollte. Trotz vierfach effektiven Schaden und Volltreffer reichte es aber nicht ganz aus und der königliche Fisch entschied sich einen Sandsturm hervorzurufen. In der nächsten Runde bekam Velsar dann eine Top-Genesung und der nächste Strauchler machte sehr wenig Schaden. In der dritten Runde entschied ich mich dann doch lieber Rückkehr einzusetzen und konnte damit Velsar besiegen. Als nächstes kam Skorgro.
eins meiner liebsten Pokémon in dieser Generation, mit einer entscheidenden Schwäche. Ich wechselte zum Osterei aus und bekam den Erdbeben und den Sandsturm ab. Danach musste es einen weiteren Erdbeben aushalten, ehe es dann mit 10 KP gerade so noch mit Blizzard Skorgro besiegen konnte. Pokémon Nummer 3 war Hypoteros. Dieses Nilfgaard ist langsamer als Chanera, also wollte ich die Gelegenheit nutzen, um mich wieder mit Weichei hochzuheilen. Dafür setzte Hypoteros ein Knirscher ein und bekam ironischerweise nach den ganzen Zertrümmerern im Spiel eine Verteidigungssenkung gegen Chanera durch. Damit war die Verteidigung so niedrig, dass ich mich nicht gegen den Schaden hochheilen konnte. Ich musste angreifen und leider ging der Blizzard daneben. Ein zweiter Knirscher erledigte Chanera. Nun muss es der Osterhase reißen. Ich entschied mich für eine Rückkehr, konnte aber nicht genügend Schaden austeilen. Hypoteros konterte mit einem Erdbeben. Danach musste ich es mit Strauchler probieren, da Hypoteros um einiges mehr wiegt als Velser. Die Pflanzenattacke machte deutlich mehr Schaden und konnte das Nilfgaard besiegen. Doch der Osterhase hatte nur noch 30 KP und der Sandsturm tobt. Teresa rief ihr Geowatz rein, ebenfalls ein schweres Pokémon, das Haspiror mit einem Strauchler besiegen konnte. Der Sandsturm tobt und Haspiror war runter auf 12 KP. Mutter Teresa rief ihr letztes Pokémon rein, Rihornior. Ein Monster in der Verteidigung und ein sehr schweres Pokémon. Haspiror setzte Strauchler ein und Rihornior überlebte mit einem einzigen KP. Doch als Rihornior zum Angriff schlägt, wich mein Haspiror die Attacke aus. Der Sandsturm tobt immer noch und dieses Mal hätte es nicht knapper sein können. 11 KP Schaden. Mit einem KP holte Haspiror nochmal alles aus sich raus und besiegte das Rihornior. Der Sandsturm beruhigte sich und mit einem KP waren wir der Sieger gegen das zweite Top 4 Mitglied. Ich habe Chanera und Haspiror hochgeheilt und mich zum dritten Top 4 Mitglied gewagt. Er besitzt eine Vorliebe für Feuer-Pokémon und nennt sich Ignaz. Er startet den Kampf mit seinem Hundemon. Haspiror konnte dieses mit einer Kampfattacke schnell und effektiv besiegen. Als nächstes kam der allseits beliebte Feuerstarter zurück. Gegen Panferno wollte ich meinen neuen Schaufler ausprobieren. Somit konnte ich den Flammenblitz fürs erste ausweichen. Der Schaufler verteilte ordentlich Schaden, aber leider nicht genug. Und dieses Mal traf der Flammenblitz von Panferno, was im Nachhinein bedeutet, dass er sich mit dem Rückstoßschaden selbst besiegt und meinem Hasen 15 KP überlässt. Ignaz' nächstes Pokémon war Flamara. Ich wusste, dass ich eine Prioritätenattacke fürchten musste, also bin ich ausgewechselt. Tatsächlich kam hier auch der Ruckzuckhieb. Bei Chanera blieb mir nichts anderes übrig, als mit Donner zu attackieren. Es verringerte die KP um etwa ein Drittel und paralysierte das Flamara. Der zweite Donner traf hart und Flamara wollte das Ei verkokeln. Das Irrlich ging daneben und der dritte Donner war es wieder, der das Ende eines Pokémon herbeiruft. Pokémon Nummer 4 ist Galoppa. Ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet, allerdings wollte das Pferd erstmal nur die Sonne rausholen. Meine AP auf Donner waren leer. Blizzard wäre verrückt gewesen und Feuer mit Feuer zu bekämpfen ist niemals eine gute Idee. Also haben wir es probiert. Zuvor setzte Galoppa einen Solarstrahl ein. Der Feuersturm machte dank des Sonnenlichts mehr Schaden als gedacht und so auch leider in der nächsten Runde der Flammenblitz von Galoppa. Einer reichte aus, um nicht nur Chanera, sondern auch sich selbst zu besiegen. Damit sind wir beide auf unsere letzten Pokémon runter. Markbrand gegen Haspiror. Haspiror war schneller und versteckte sich unter der Erde. In der nächsten Runde traf der Schaufler und die KP von Markbrand sanken auf 0. Der Ducktails-Charakter ist besiegt und somit auch Ignaz. Dieses Mal habe ich nicht nur meine beiden Pokémon geheilt, sondern auch Chanera ein Elixier gegeben, um wieder etwas mehr Attackenauswahl zu haben für den letzten im Quartett, Lucian, der Psychotyp. Er startete mit einem Pantimos. Dieses wollte vermutlich Lichtschild oder Reflektor einsetzen, doch mein Haspiror machte hier kurzen Prozess mit einer Rückkehr. Als zweites Pokémon entschied sich Lucian für sein Galagladi. Ich wollte nicht in Chanera auswechseln und eine Runde verlieren und bin deshalb auf Rückkehr gegangen. Und wenn ich mit eins in dieser Challenge nicht gerechnet habe, dann dass Haspiror mit einem Volltreffer-Rückkehr ein Galagladi one-shottet. Der Osterhase machte ernst. Auch gegen Simsala zeigte eine Rückkehr guten Schaden. Hier ist es aber mehr der geringen Verteidigung von Simsala zu schulden. Und wenn das nicht genug wäre, kam als nächstes Psyana rein. Eine Rückkehr und ich weiß nicht genau, was in den Hasen widerfahren ist, aber auch Psyana wurde besiegt. Doch kann Haspiror auch das letzte Pokémon besiegen? Lucian rief Bronzong rein. Bronzong kann zwei Fähigkeiten besitzen, Schwebe, um Bodenattacken abzufangen oder Hitzeschutz, um Feuerattacken abzufangen. Ich habe gehofft, dass es zweiteres ist und bin auf Schaufler gegangen. Leider war es aber Schwebe. In der Zwischenzeit hat Bronzong seine Werte mit Hilfe von Gedankengut erhöht. Ich wollte zu diesem Zeitpunkt auswechseln, musste aber unbedingt noch mit den anderen Attacken probieren. Ein Sprungkick machte ziemlich viel Schaden und die Rückkehr war, dafür, dass es nicht sehr effektiv ist, ebenfalls gut. Ich konnte zwar einen weiteren Sprungkick durchbekommen, aber das Bronzong griff ebenfalls an und die Gyrobälle waren leider zu stark. Chanera kam rein und Bronzong wurde hochgeheilt. Der Feuersturm war leider nicht mehr so effektiv aufgrund des ganzen Gedankenguts, konnte aber eine Verbrennung auslösen. Die erste Verbrennung in dieser Challenge. Ich wollte das Ganze dann mit einem zweiten Feuersturm und einem Donner beenden, um AP zu sparen für den nächsten Kampf. Doch dieser ging daneben und die Verbrennung besiegte dann das Bronzong. Damit konnten wir gegen die Top 4 siegreich sein. Doch es fehlt noch eine allerletzte Trainerin. Der Champ der Sinnoh-Region, Cynthia. Schauen wir gemeinsam rein. Cynthia startete mit Kripok und ich dieses Mal mit Chanera, da dieses mehr Attacken hat, ein Geist-Pokémon.
Pokémon zu treffen. Ich attackierte Kripuk mit einem Donner und bekam auch die Paralyse, während dieses mit einer Finsteraura wenig Schaden austeilte. Als nächstes wollte ich den Schaden von Blizzard testen und leider belief es sich auf etwa den gleichen Schaden wie bei Donner. Also ging ich in der dritten Runde auf Donner und besiegte das Pokémon ohne Typenschwächen in dieser Generation. Cynthia rief ihr nächstes Pokémon raus, Lucario. Vor diesem Pokémon hatte ich die größten Sorgen, weshalb ich vorsichtshalber erstmal auf Weichei gegangen bin. Wieder meines Erwartens ging er auf Steinkante. Eine sehr starke Steinkante. Die nächste Steinkante ging daneben und ich konnte mich wieder komplett hochheilen. Das war dringend notwendig, denn die dritte Steinkante zog 349 KP ab. Im Gegenzug kam aber mein Feuersturm durch, der so viel abgezogen hat, dass Cynthia in der nächsten Runde Lucario hochheilen wollte. Ich ging auf meinen letzten AP auf Feuersturm und es war knapp 75% Schaden. Und eine Verbrennung. Damit wechselte Lucario von der physischen Offensive in die spezielle Offensive und attackierte mit Aurasphäre. Chaneras hohen Spezialverteidigungswert sei Dank konnte sie einer dieser Attacken standhalten und sich mit Weichei gegenheilen. Die Verbrennung erledigte hier den Rest. Das dritte Pokémon war Togekiss. Auch dieses ging auf eine Aurasphäre und spürte daraufhin die Kraft des Donners, inklusive Paralyse. Ich entschied mich daraufhin, so sicher wie möglich zu spielen und so lange Weichei einzusetzen, bis Togekiss eine Attacke verfehlt. Das Ganze hat sehr lange gedauert und ich hatte nur noch 2 AP auf Weichei. Damit war aber Chanera wieder gesund und bereit, mit einem Donner das Togekiss zu besiegen. Die KP wird sie brauchen gegen Pokémon Nummer 4, Knackrack. Genau für ihn habe ich Blizzard mitgenommen und auch direkt eingesetzt. Doch zuvor musste ich die geballte Power des Drachen-Pokémon spüren. Der Blizzard traf dank vierfacher Effektivität stark und besiegte Knackrack. Cynthias vorletztes Pokémon ist Milotic. Ich wollte mich wieder hochheilen und schauen, auf was ich mich einstellen muss. Allerdings kam ein Spiegelcape. Eine Attacke, die nur Wirkung zeigt, sobald Milotic von einer speziellen Attacke getroffen wird. Ich entschied mich, mein letztes Weichei zu frühstücken und dann mit Donner Milotic zu besiegen. Leider aber überlebte es, wie so viele Pokémon in dieser Challenge, mit einem KP und bekam in dieser Runde eine Top-Genesung. Ich hatte nur noch eine letzte AP auf Donner und bekam damit zumindest eine Paralyse. Damit hatte Chanera keine AP mehr auf Weichei, Feuersturm und Donner. Blieb nur noch Blizzard übrig oder der Osterhase, der in diesem Kampf bisher außer seelischem Beistand nichts gemacht hat. Eine Rückkehr reichte nicht ganz aus, also musste ich ein zweites Mal angreifen. Milotic ist besiegt und Cynthia zeigt ihr letztes Pokémon, Roserade. Ich bin auf eine Rückkehr gegangen und Roserade wurde davon besiegt. Cynthia ist geschlagen und wir sind Champ der Sinnoh-Region. Diese Challenge hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und hatte alles. Pokémon Platin ist einfach ein tolles Spiel. Ich wünschte, dass ich ein paar der Kämpfe live aufgenommen hätte und meine Facecam dazu hätte zeigen können, da ich selbst manchmal nicht glauben konnte, was da passiert ist. Unglaublich. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ihr auch genauso viel Spaß hattet wie ich. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und genießt euren Tag. Frohe Ostern. Oh, ich wollte das Ganze mit einem Star Wars Zitat beenden, da ich immer wieder welche aufgebracht habe. Also hier ein letztes Zitat. Peace out.